zeigen auf jeden mit dem Finger und sagen, wir haben dich im Auge. Sonntagmittag und wir sind unterwegs. Unterwegs zu einem Turnier in Berliner DB-Land. Was macht dieses DB-Land? DB-Land hier so besonders? Was macht das DB-Land so besonders, dass die meisten Spieler aus Berlin diesen Laden, exklusiven Laden, so vorzugen? DB-Land Berlin, der Laden schlechthin für junge Jo-Spieler aus Berlin und umgeben. Ich bin todmüde, aber naja, schauen wir mal, was hier heute alles passiert. Das heißt ja auch ohne Fritz Kohler, aber natürlich hier DB-Land DB-Land. Man spielt Turnier im DB-Land, man hat eine Bierzeltgarnitur und die Leute müssen aufstehen, weil jemand zu spät kommt und natürlich auf seinen Platz noch durchrutschen muss. Und das nächste übliche Problem, man fährt auf ein Turnier und wer spielt in der ersten Runde gegeneinander? Natürlich ist da Matthias Aken-Dürksen. Dürksen, also hier der normal ganz voll im Profil, Dürksen, gegen Mr. The Face of Team Family Force, Pascal. Das kleine Kind. Wie sagte er gerade nochmal von vorne? Das kleine Kind. Ah. So. Aber sind Yu-Gi-Oh-Spieler nicht alles Kinder? Oh, ich hab gesehen. Blue Eyes are coming. Hab ich noch ein Trading gesehen. Mein Freund Jack, mal eine ganz bescheidene Frage. Und Sonntag. Ne? Sonntag. Und hier Babyland. Ne? Der Jojo-Laden schlechthin hier in Berlin. Was macht diesen Laden eigentlich so besonders? Dass man an einem Sonntag Jojo spielen will. Ja, war eine ernst gemeinte Frage. Was soll man sonst sonntags machen? Ja, die Frage war, was macht diesen Laden, das DB-Land Berlin, so besonders? Dass die meisten Jojo-Spieler aus Berlin ins DB-Land gehen. Es sind halt die meisten guten Spieler und hat eine große Herausforderung. Jake ist auch da. Ja, und Jake ist auch da. Ja, Markus, was sagst du dazu? Ich glaube, dass das DB-Land ist einfach so beliebt durch seinen unglaublich netten und entgegenkommenden TO, den Timo Wagner. Okay. Schauen wir an, lasst mein Spaßdeck mit einem Spaßdeck auf einem Minute im DB-Land. Mein Freund Imran, ja? Spezielle Frage. Du bist an einem Sonntag hier im legendären DB-Land. Ja. Aber was ich mich hier frage, deswegen heute auch dieses Video hier, was macht das DB-Land so besonders? Es ist der beste Laden in Berlin, weil die Atmosphäre hier so toll ist, der Ladenbesitzer echt toll ist und hier auch die besten Spieler in Berlin sind, meiner Meinung nach. Also meinst du, das ist der Grund, warum die meisten Spieler aus Berlin das DB-Land bevorzugen? Ja, auf jeden Fall. Aber mal ehrlich, was macht diesen Laden so besonders? Ich meine, die meisten Spieler aus Berlin spielen hier. Spieler wie Kiran Asli, auch Momo, der hier gerade wegrennt, sind hier groß geworden. Ja. Kiran, wie gesagt, in Europa eine Hausnummer. Was macht den Laden so besonders? Beste Competitive-Szene in Berlin. Ganz einfach für mich. Hier findet man die besten Spieler. Ich komme hierher,
Man kann am meisten lernen. Ja, aber es gibt da auch, wie gesagt, in anderen Spieleladen, es gibt die Hotbox in Berlin, kann man da nichts lernen. Da kann man sicherlich auch etwas lernen, aber ich denke, hier ist es am allerbesten. Laut mir zumindest. Okay, alles klar. Danke. Außerdem ist es hier Tier 0. Auch außerdem ist es ein BB-Land Tier 0. Alles klar. Und hier wieder der Kollege mit seinem Spaßdeck. Von unserem Rand. Mit seinem Spaßdeck. Hier zwei Urgesteine des BB-Lands. Peter, du bist schon seit Jahren hier im BB-Land. Was zieht dich immer wieder in den Laden? Wenn ich gut trainieren kann, gute Spieler, ja, die von Berlin, die hier spielen, oder die besten Spieler kommen meistens hier weiter am Samstag, wenn du trainieren kann. Ja. Du weißt ja, es oder jemand, wenn man sich auf Fußball vorbereitet. Was meinst du, wo ist die Faszination dieses Landes? Warum ist das so? Warum gerade im BB-Land und nicht in anderen Läden in Berlin? Ja, weil es der einzige Laden, wo nur Juni gemacht wird und wo viele junge, studierte Leute hierher kommen. Und der Ladenbesitzer macht auch viel besser. Es ist ja schon über Jahre so. Also die Ladenbesitzer haben ja mittlerweile auch gewechselt und es ändert sich ja eigentlich nichts. Oder hat sich in der letzten Zeit hier irgendwas geändert? Ja, durch den neuen Ladenbesitzer kamen auch Spieler, die früher nicht gekommen sind, dass wieder spielen kommen oder so. Du meinst, das liegt nur an dem neuen Ladenbesitzer? Nee, auch so an bis vier neue Regeln und so. Und weil immer viele Leute da sind, die man kennt oder so trainieren und mit denen man auch reisen kann, die zuverlässig sind, meiner Meinung nach. Okay, danke. Wie sieht es bei dir aus? Warum spielst du hier im BB-Land? Heißt es halt gut, die Leute sind nett und ja, es ist immer jemand da. Okay. Da haben wir wieder unseren Matthias, das Urgestein oder eins der Urgesteine, wie er mir gerade sagte, seit über 12 Jahren hier in BB-Land. Noch eher spielt an einem Sonntag. An einem Sonntag hier in BB-Land. Ja. Matthias, warum ist das? Warum gerade BB-Land? Beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Was bisher mal gab es. Die Community stimmt ja einfach so sauber. Aber wo ist denn dieses spezielle Flair im BB-Land, was andere Läden nicht haben? Ja, einfach hier die richtige Ordnung drin. Also, die richtige Ordnung. Dass normal untereinander geredet wird. Nicht so wie in anderen Kartenläden in Berlin. Alles klar, danke. Hier haben wir nur das Phänomen, zwei Urgesteine des BB-Lands gegeneinander. Der Markus gegen den Imram, anderen beide. Jetzt nochmal die Frage. Wo ist nun der oder woran liegt der besondere Flair dieses Ladens? Weil hier die besten Spieler auf jeden Fall sind und weil es super Atmosphäre hier ist. Ja, warum gerade hier in diesem Land? Es gibt hier noch andere Läden in Berlin. Aber weil der Besitzer, der Timo, zwei super Preise macht für Kartenverkauf. Alles super organisiert ist. Und der auch an sich super freundlich ist. Ja. Also zum Ersten, der Theo ist unglaublich nett und wie immer schon gesagt hat, korrekt mit den Kartenpreisen. Die Lage ist ziemlich gut, also über die Ringbank ist schon reichen. Die Atmosphäre hier ist einfach sehr kollegial und sehr familiär. Also man kommt mit allen gut klar und ja, schöner da. Alles klar. Yu-Gi-Oh! Turnier an einem Sonntag im Berliner BB-Land. Kurz Genehmigung. Denkt dran, am 15. Oktober am Anschluss in Lübeck von und mit Team Family Force. 15. Oktober. BB-Land, schaut es euch nochmal an. Hier an einem Sonntag. Wenn ihr es selber finden wollt, das BB-Land www.bb-land.de.
Ich war jetzt halt gut.